zugeschüttet werd mit all meinen Erinnerungen. Heut tat ich mir am liebsten zu dir ins Grab legen. Nur, dass ich mehr Ruhe hab. Wenn man ein Gesicht vor sich hat und es wird erzählt, dann fängt etwas an, begreifbar zu werden. Ohne das, was sich in Gesichtern spiegelt, hat Zeitgeschichte kein Profil. In den Falten und Furchen der Gesichter sind Botschaften eingraviert. Sie lebt in einer eigenen Welt. Und auf diese Welt muss man sich einlassen können. Ja, hallo Sabina, das Essen wäre da. Mei, hab ich mich jetzt geschreckt. Manche wissen ja nicht einmal ihre Fragen. Die Puppelen, die fordern's aber heraus. Und dann kommt alles ans Tageslicht. Ob man will oder auch nicht. Es ist eine Gnade, die mir der Herrgott gegeben hat, dass ich die Puppelen mache. Ja, ihr habt's mit den Puppen geredet. Das sind keine Puppen. Ich bin kein Kind mehr, das mit Puppen spielt. Das sind Engelen. Wer bin ich denn in ihren Augen? Zum Lachen ist das nicht. Andere klopfen an der Tür, kommen herein und stellen sich vor. Das ist ja normal und die kennt man. Aber sie erscheinen. So einer sind sie. Eine Erscheinung? Ja. Man hat mich in diese Richtung schon vorgewarnt. Da steht was dahinter. Das Licht. Es kommt von hinten und da erkennt man das Gesicht nicht. Und deshalb ersetzt man es durch die eigene Vorstellung von einem, den man erwartet hat. Da müssen Sie mir schon die Zeit geben, dass ich mich damit zurechtfinde. Sie sollten das Essen nicht kalt werden lassen. Ich stelle mich Ihnen also als Erscheinung zur Verfügung. Warum stehst du dir selbst so im Weg? Verstehen Sie, was ich meine? Ein Spiel braucht ein Bewusstsein. So sind wir Menschen nun mal. Die Vorstellung ist alles. Die Realität ist nichts. Ich lasse mich nicht so hinstellen, wie Sie wollen. Frau Sabina, um jetzt auf den Grund meines Besuches zurückzukommen. Ist das jetzt so wichtig? Man sagt, ich könnte etwas von Ihnen erfahren. Mein Gott, ja. Der hat Rückgrat gehabt, nicht wahr? Dann haben sie aufgehängt. Aufgehängt? Warum? Das war schlimm. Sein Kind hat ihn verraten. Wie denn das? Ja, er hat im Ofen drein, hinterm Ofentür, ein Radio versteckt gehabt. Und heimlich den BBC gehört. Auch den Bericht, wie sie Menschen wie Vieh hineinprügeln in die Waggons. Und ein bisschen Chlorgas hat der Zug nicht mehr weit fahren müssen. Ein bisschen Benzin drüber hat man sich das Vergraben der Leichen erspart. Sie müssen mir helfen. Wir Jungen haben ja keine Ahnung mehr. Wir lesen immer nur, so waren die Nazis und das waren die Opfer. Aber dazwischen, was war dazwischen? Sie haben so wache Augen. Sie müssen aufpassen mit Ihren Fragen. So verletzlich und offen. Ich kenne diese Augen. Der Johann Vogel hat solche gehabt. Der hat auch seine Güte hinter seinen Augenlidern versteckt. Wo schaust du mich so an? So entgeistert? Johann. Ich habe Angst vor dir.